Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von JFT Brokers. Mein Name ist Markus Klebe und ihr seid hier bei der Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 40 und zwar für die Handelstage vom 1.10. bis 5.10.2018. Wir wollen wie gewohnt auf das Big Picture schauen der Märkte DAX, S&P, Euro und Gold, wollen ein wenig die wichtigen Widerstände und Unterstützungen, die hier gegebenenfalls in der kommenden Woche interessant werden könnten, schauen. Wir wollen natürlich auch auf die Kerntendenzen schauen, was könnte hier in der kommenden Woche gegebenenfalls an Kerntendenzen eintreten und das, wie gesagt, auf dem etwas größeren Bild, auf dem Big Picture. Bevor wir starten, wie gewohnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung entsprechend die Märkte aufgelistet, DAX, S&P, Euro und Gold, und ihr seht dahinter eine Zeitangabe. Wenn ihr zum Beispiel dann nur die S&P-Analyse oder nur die Euro-US-Dollar-Analyse euch anschauen wollt, könnt ihr entsprechend in der Videobeschreibung dahinter auf die Zeiten klicken und dann kommt ihr im Video direkt zu den entsprechenden Zeiten, zu der entsprechenden Analyse des jeweiligen Marktes. Bevor wir auch starten, der Blick auf den Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch. Achtet grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, gegebenenfalls sogar schon an Setups formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Wir starten mit dem Blick auf die wichtigen Wirtschaftskennzahlen für die kommende Handelswoche. Wir haben ja immerhin einen neuen Monat. Wir hatten am Freitag den letzten Handelstag des September. Wir hatten den letzten Handelstag natürlich der Woche. Wir haben am Montag jetzt hier einen neuen Montag. Wir haben den Oktober und wir haben am 3. Oktober, ihr seht das hier auf der Internetseite von finanzen.net, wo ich persönlich dann immer schaue, was an wichtigen Wirtschaftskennzahlen für die kommende Handelswoche rauskommt. Wir sehen das hier, dass am 3. Oktober, quasi am Mittwoch, Feiertag hier in Deutschland, ist Tag der Deutschen Einheit, somit hier kein regulärer Handel des DAX stattfindet, aber die US-Märkte zum Beispiel laufen an dieser Stelle natürlich weiter, aber wir sollten beachten, dass im DAX, im regulären DAX kein Handel stattfindet, was grundsätzlich dann eben auch bedeuten könnte, auch wenn die CFD-Indikation teilweise hier weiterläuft, dass die Volatilitäten gegebenenfalls ausbleiben, dass es nicht zwingend zu großen Bewegungen hier kommen kann. Und wir switchen dann natürlich auch auf die wichtigen Wirtschaftskennzahlen grundlegend des DAXes bzw. der Märkte für die kommende Handelswoche. Und da fällt grundsätzlich auf, dass am Dienstag um 18 Uhr nochmal hier von FED-Präsident Powell eine Rede stattfindet, die jetzt nicht so wichtig sein muss. Nichtsdestotrotz sollte man um 18 Uhr hier vielleicht so ein bisschen drauf schauen, dass eventuell Bewegung in den Märkten aufkommen kann. Aber viel wichtiger am Freitag die Non-Farm Payrolls, 14.30 Uhr. Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Hier sollte man definitiv drauf achten. Die Non-Farm Payrolls sind immer für Bewegung gut. In den letzten Monaten zwar nicht so stark, aber es kommen auch wieder die Zeiten, wo die Non-Farm Payrolls definitiv die Märkte bewegen. Und hier am Freitag 14.30 Uhr sollte man dann wieder drauf schauen. Die Non-Farm Payrolls kommen raus, könnten eventuell zu Bewegung führen. Wenn es nicht dazu kommt, dann Business as usual. Also ganz normale charttechnische weitere Betrachtung der Märkte. Sollte Bewegung aufkommen, sind natürlich diverse andere Strategien, die gegebenenfalls dann noch denkbar und möglich. Und wir starten natürlich mit dem Blick auf den DAX. Vergangene Handelswoche, wir hatten den DAX erstmal Montag, Dienstag, Mittwoch mehrheitlich seitwärts. Wir hatten als Kernunterstützung auch immer wieder besprochen den Bereich um die Marke in etwa 340 bis hinab 320. Moment, wir machen daraus ein Viereck. Das war Anfang der Handelswoche so die Kernunterstützung und der Markt schaffte es erstmal bis Mittwoch nicht nennenswert darunter zu laufen, schaffte es aber auch nicht nennenswert über die Marke von 400 auf der Oberseite zu laufen. Also wir hatten eine klassische Seitwärtsbewegung. Am Donnerstag kam dann mal kurz die Reise nach unten, der Ausbruch nach unten und dann zum Nachmittag auch der Ausbruch nach oben. Wir konnten hier dann auf der Unterseite Geld verdienen, konnten im Dow Jones auf der Oberseite Geld verdienen. Schlussendlich endete der Markt in dem 400er Bereich und am Freitag, man sieht es hier, ging es sauber nach unten. Das war erstmal von meiner Seite vorsichtig nicht so angedacht, aber hier dann spätestens mit dem Bruch des 340er Bereiches war die Abwärtsseite natürlich dann sehr, sehr schnell wieder interessant. Man konnte hier noch den ein oder anderen Euro dann natürlich verdienen. So, und nun sind wir wieder im Modus abwärts. Wir sind
Ja, der Markt war erstmal stark. Wir hatten auch vorletzte Handelswoche eine schöne, saubere Aufwärtsbewegung. Sind hier auch gerade Montag, Dienstag, Mittwoch erstmal mehrheitlich davon ausgegangen, dass es eventuell weiter nach oben gehen könnte. Wir schauen ja gleich auf den S&P. Der ist nach wie vor aufwärts tendierend, aber der DAX zeigt erstmal, dass er zumindest zum Ende der Handelswoche nach unten wollte. Und er unterschritt diese wichtige Unterstützungsmarke von den etwa 300 bis hinauf 340, was schlussendlich jetzt auch für die kommende Handelswoche erstmal grundlegend der wichtigste Bereich sein sollte. Also alles, was hier drunter stattfindet, könnte durchaus weiterhin für die eine oder andere Abwärtsbewegung denkbar sein, beziehungsweise möglich sein. Leichte Erholungen sind dann wieder in Richtung Süden durchaus handelbar. Wir haben hier in der CFD-Indikation die nächste Kernunterstützung in etwa 130 und dann geht es relativ zügig in Richtung 12.000, wobei man sagen muss, in dem Bereich zwischen in etwa 12.100 und 12.000 gibt es diverse kleinere Unterstützungen noch, die immer mal wieder zu leichten Erholungen führen könnten, gegebenenfalls eben nicht so eine sehr, sehr saubere Bewegung von 12.100 in Richtung 12.000. Somit kann man hier getrost immer mal auf den einen oder anderen Erholungscharakter des Marktes warten, um dann schlussendlich hier die Abwärtsseite erneut einzugehen. Und ich denke, dass wir auf jeden Fall, wenn der Markt sich weiter für die Abwärtsseite entscheidet, der 12.000er Bereich interessant ist, dann eben auch von der vorvorletzten Woche der Bereich um die Marke 11.900 beziehungsweise nochmals knapp darunter. Das sind natürlich weiterhin interessante Ziele, wo es den DAX durchaus hinziehen könnte. Wir werden das in den täglichen Analysen natürlich wieder besprechen, in welche Richtung es hier gehen kann, was die täglichen Tendenzen sagen des Marktes. Aber grundlegend im übergeordneten Bild ist natürlich so eine Überlegung, wie sie hier in etwa eingezeichnet ist, durchaus denkbar. Und wenn wir hier mal auf die Vergangenheit schauen, dann fällt auf, dass das, was ich gerade eingezeichnet habe, in ähnlicher Konstellation ja grundsätzlich immer wieder passiert ist. Also wir hatten seitwärts Tendierungen. Sogar hier dieser Bereich, der sieht so ein bisschen, Moment, machen wir einen Kreis draus, der sieht so ein bisschen ähnlich aus, ja, wenn man sich das hier so anschaut, wie eigentlich hier die vergangene Handelswoche. Also wir hatten hier so eine Konsolidierung, wir hatten so eine Seitwärtsschiebezone und dann kam die Welle wieder nach unten. Das hatten wir ja vergangene Handelswoche auch und jetzt begann im Prinzip hier wieder die Bewegung nach unten und somit ist es natürlich in der kommenden Handelswoche auch denkbar, dass grundsätzlich das große Bild erstmal wieder weiter abwärts tendierend ist, so wie es zum Beispiel dann auch hier der Fall war. Also immer wieder Erholungscharakter des Marktes. Nicht so wenig, muss ich zugeben, in der vorletzten Handelswoche gerade, aber wie gesagt, die Abwärtsseite hat sich jetzt hier erstmal durch den Freitag wieder angekündigt und somit bin ich auch gerade am Montag erstmal wieder darauf eingestellt, dass es hier gegebenenfalls weiter nach unten geht. Sollte sich allerdings der DAX erneut über den 300er Bereich bzw. oberhalb von 330 hier etablieren können, dann haben wir zum einen zwischen 300 und 400 wieder diese Schiebezone, die wir in der vergangenen Woche schon seitwärts tendierend hier abgearbeitet hatten, die wir auch in der Vergangenheit schon mal abgearbeitet haben, dieser Schiebezonenbereich, der hier sehr, sehr wichtig ist, wo es erneut zu einer Schiebezone kommen könnte. Somit sollte man zwischen 300 und 400 hier weiterhin vorsichtig sein. Es könnte sein, dass es weiter seitwärts tendieren geht. Gerade mit dem Blick auf den Feiertag, genau in der Mitte der Handelswoche, also lediglich Montag und Dienstag hier als DAX-Handelstag, Mittwoch eine Pause, dann haben wir Donnerstag und Freitag. Was eben grundsätzlich natürlich auch immer mal wieder für einen Seitwärtscharakter des Marktes spricht. So richtig schön sauber wird es eigentlich erst, das hatten wir auch in der vergangenen Handelswoche besprochen, wenn wir hier über 400 gehen, was der DAX vergangene Handelswoche gerade so in die Vorwochenhochsbereiche hier geschafft hatte, 450. Es ist durchaus denkbar, wenn wir erneut jetzt über 400 gehen sollten, dass natürlich der Markt sich dann weiter in Richtung 500, 550 beziehungsweise schlussendlich dann in Richtung 600 dann durchaus bewegen kann. Aber dafür muss er natürlich erstmal aus dem 230er Bereich wieder ein Stück nach oben. Er muss quasi seinen aktuellen begonnenen Trend schon wieder wechseln. Das wird höchstwahrscheinlich nicht an einem Handelstag sein. Wir müssen uns das Montag anschauen, wenn die Abwärtsseite sich nicht umsetzen lässt, wenn eben hier keine Pushs auf der Abwärtsseite kommen, wenn hier gegebenenfalls sogar das ein oder andere Signal kommt, okay, der Markt ist stark nach oben, dann müssen wir gegebenenfalls hier wieder auf die Long-Seite wechseln. Zu Beginn der Handelswoche somit hier erstmal, denke ich, relativ klar wieder die Tendenz gen Süden, aber wir sollten definitiv, und damit switchen wir auch relativ zügig schon zum S&P, wir sollten hier relativ stark auf den S&P schauen, denn der ist nach wie vor, wir schieben das Bild mal hier noch ein Stück weiter zusammen, das ist das, was wir in den letzten Wochen und Monaten ja schon immer wieder besprechen hier für den S&P. Wir dürfen an der Stelle eben nochmal auf jeden Fall erwähnt, nicht vergessen, dass der DAX schon so ein bisschen stärker grundlegend
gegenüber dem S&P geworden ist. Der war ja in den vergangenen Handelswochen eigentlich verhältnismäßig sehr, sehr schwach. Gegenüber diesem starken S&P in den letzten zwei Wochen ist er etwas mehr in Richtung Stärke zurückgekehrt. Also wenn der S&P stieg, war es teilweise sogar so, dass der DAX mehr gestiegen ist. Aber am Freitag kam hier dieser Dämpfer wieder mit der Abwärtsseite, was den DAX erstmal auf jeden Fall in den Abwärtsmodus wieder zurückrückte quasi. Und der S&P bleibt hier charttechnisch erstmal weiter long tendieren. Und diese leichte Rücksetzerbewegung, die wir in der vergangenen Handelswoche hier gesehen haben, in den Bereich 2905, die sollte dem Aufwärtstrend grundlegend erstmal nicht im Wege stehen. Selbst, und das ist auch durchaus denkbar, wenn wir hier kommende Handelswoche nochmal leichte Schwäche sehen, was durchaus denkbar ist, dann wäre das auch übergeordnet erstmal nicht so schlimm, denn es kann ja hier dann ganz normal auch aus dem Bereich in etwa 2875, 2876, das ist schon sehr, sehr weit gegriffen. Es kann auch sein, dass der Markt schon vorher dreht, aber erstmal nochmal ein bisschen Schwäche zeigt. Alles, was hier dann eben wieder dreht, wäre ja erstmal vom Chartbild trotzdem weiterhin sauber aufwärts tendieren. Somit sollte man übergeordnet den Aufwärtscharakter des Marktes definitiv nicht vergessen. Aber, und da gehen wir nochmal ein bisschen detaillierter jetzt auf den Markt ein, es kann natürlich sein, dass hier diese Schwäche, die sich erstmal grundlegend in der vergangenen Handelswoche natürlich hier so ein bisschen zeigte, aber nicht extrem. Das muss man wirklich sagen. Wir hatten natürlich hier immer mal wieder Druck auf der Abwärtsseite, aber wir haben diese Abwärtsbewegung grundsätzlich auch immer wieder relativ schnell relativieren können. Der Markt holte diese Abwärtstendenzen relativ zügig wieder auf und selbst hier nochmal am Freitag ging es abwärts und dann ging es wieder aufwärts und wir haben schlussendlich zwar leicht im Minus hier zum letzten Freitag eben natürlich hier so leichte Schwäche im Markt drin, aber es ist mehr ein Konsolidierungscharakter auf relativ hohem Niveau. Eigentlich ist der Markt mehr oder weniger seitwärts tendierend vergangene Handelswoche eben hier gelaufen mit leichten negativen Charakter und dieses Gebilde in Summe kann sich relativ schnell nach oben wieder auflösen. Also wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, die vergangene Handelswoche, Moment, wir machen hier mal nochmal ein Viereck drum, dass man das mal so ein bisschen sieht. Also das hier, wenn sich dieses Bild nach oben auflöst und ich habe ja hier schon mal jetzt einen Strich reingezeichnet. Also wenn der Bereich 2920 hier in der CFD-Indikation wieder nach oben durchstoßen wird, dann sollte der Markt erstmal auf jeden Fall auch wieder von der Aufwärtsseite betrachtet werden. Und das wäre für mich persönlich dann auch erstmal sogar so ein leichtes Stück drunter. Das wäre für mich so der richtungsentscheidende Bereich erstmal für die kommende Handelswoche. Alles, was da drunter stattfindet, kann schon durchaus dazu führen, dass es zum einen, Moment, so schnell wechselt sich die Software hier immer nicht, zum einen natürlich erstmal wieder in den 2905er Bereich geht. Das wäre gar nichts Außergewöhnliches. Ja, also so leichte Tendenzen auf der Abwärtsseite. Aber dass dann auch die Vorwochentiefs vielleicht nochmal so ein bisschen durchschritten werden. Und das sind natürlich dann so Zeichen, wo man hier eben auch durchaus immer mal wieder auf die Abwärtsseite setzen kann. Wir haben hier auf kleinerem Niveau natürlich das ein oder andere Unterstützungsniveau. Schlussendlich natürlich die Vorwochen-Tiefbereiche ganz knapp oberhalb von 2900. Also 2900 natürlich auch die psychologische Marke. Immer eine Unterstützung wert. Somit kann es hier durchaus natürlich in den Bereich gehen und hier wieder Erholungscharakter reinkommen. Es kann in dem Bereich um die Marke in etwa 95, 94 zu Erholungscharakter kommen. Hier sind diverse kleine Unterstützungen, aber übergeordnet ist es durchaus denkbar, dass wir hier eine Sequenz von fallenden Hochs und fallenden Tiefs weiter ausbauen, was wir schlussendlich in der vergangenen Woche hatten, wobei das alles ein bisschen unsauber ist, aber wenn man das so ein bisschen vorsichtig einzeichnet, mal die Hochs so ein bisschen rausnimmt, hier diese kleinen Mini-Dochte, dann haben wir hier schon irgendeine Art und Weise, wie gesagt, eine negative Bewegung mit in Anführungsstrichen fallenden Hochs und fallenden Tiefs und es kann natürlich hier auch weiter in dieser Art und Weise irgendwie nach unten gehen und dann eben sich schrittweise nach unten vorarbeiten. Was natürlich bedeutet, wenn der Markt sich etwas erholt, an Widerstände rankommt, dass man hier durchaus auch die Abwärtsseite versuchen kann unterhalb von 2920. Das wäre so auch deckend in etwa der Gedanke des DAX, dass der vielleicht auf der Abwärtsseite nochmal so ein bisschen weiterläuft und dass sich das dann hier in den US-Märkten auch in einer gewissen Art und Weise umsetzt. Sollte sofort irgendwo Momentum aufkommen auf der Abwärtsseite, ja, ähnlich wie es zum Beispiel hier der Fall war, dann würde ich auch, das hatten wir hier sogar auch gemacht, wenn denn eben der Markt leichte Erholung zeigt, dann eben natürlich auch weiter auf die Abwärtsseite zu denken. Oder an die Abwärtsseite zu denken, gegebenenfalls auch erstmal etwas aggressiver, sollte sich das so, aber sofort wieder negativ mit zum Beispiel einem Trade, der nicht so aufgeht, der in Stop läuft,
widerspiegeln, dann höre ich auch relativ schnell wieder auf, aggressiv die Abwärtsseite zu handeln, sondern warte wirklich auf nennenswerte Rücksetzer, um dann gegebenenfalls die Abwärtsseite zu handeln. Denn hier war es ja dann auch schlussendlich so, dass der Markt dann wieder sofort von der Abwärtsbewegung Stärke zeigt. Also das kann sein, dass das hier so ein bisschen unsauberer, ähnlich der vergangenen Handelswoche, weitergeht auf der Abwärtsseite. Und ich denke, wenn hier dann auch die Stärke zurückkehrt, und das ist eigentlich aus dem Schlusskursbereich 2915 in Richtung 20, der Weg ist ja nicht weit. Und es kann durchaus sein, dass wir vielleicht sogar den Eröffnungskurs schon oberhalb dieses Bereiches sehen könnten am Montag. Dass hier vielleicht sogar da oben der Eröffnungskurs stattfindet, und dann ist das Setup relativ schnell wieder aufwärts gerichtet. Das ist definitiv der Fall. Und dann ist es auch natürlich schnell möglich, dass wir hier in Richtung der Vorwochenhochs gehen, dass wir in Richtung 2935 laufen, dass wir dann in Richtung der Allzeithochs laufen, die da im Bereich in etwa 40 liegen. Und das ist natürlich dann grundsätzlich, nachdem der Markt vielleicht hier in so einer schönen Aufwärtsbewegung nach oben geht, dass es dann auch neue Bewegungshochs, Schrägstrich Allzeithochs gibt. Also der Bereich 2920 sollte somit hier der richtungsentscheidende Bereich sein. Alles, was darunter stattfindet, wird erstmal von meiner Seite vorsichtig auf der Abwärtsseite betrachtet. Und wir müssen dann täglich immer die Analyse machen, wenn wir zum Beispiel hier irgendwo in dem Bereich dann Montag oder Dienstag einen Schlusskurs finden und sich dann vielleicht zum Handelsende schon wieder Stärke zeigte, dass man dann später, wenn sich das Bild etwas ändert, auch diesen richtungsentscheidenden Bereich natürlich etwas tiefer anpasst und dann vielleicht schon Long-Gedanken auch etwas tiefer möglich sind. Aber aus aktueller Sicht, wo wir ja noch nicht wissen, wie der Markt sich entsprechend über die Woche entwickelt, wäre es der Bereich 2920, der hier erstmal richtungsentscheidend ist. Und wir werden das natürlich in den täglichen Livestreams dann immer besprechen, und ich zeige ja dann auch, wie mein Gedanke zum S&P ist, wie mein Gedanke zum DAX ist, zum Euro, zum Gold und so weiter, und versuche dann daraus natürlich auch irgendwo potenzielle Trade-Setups zu produzieren. Gehen wir auf den Euro, der erstmal verhältnismäßig stark blieb. Es ist schlussendlich ähnlich wie im DAX gewesen, dass der Markt erstmal so ein bisschen seitwärts tendierend war. Sehr, sehr choppy. Also wir hatten ja vorletzte Handelswoche zum Ende, nachdem wir die Aufwärtsbewegung mitnehmen konnten, erstmal die Schwäche. Dann ist der Markt das erste Mal in diesem Bereich 17,30, was hier dieser wichtige Bereich war, den wir Ewigkeiten angesprochen haben, der immer wieder getestet wurde, bevor dann schlussendlich mal der erste Bruch nach oben kam. Dieser Bereich hielt auch eine ganze Zeit vergangene Handelswoche. Schlussendlich ist der Markt hier dreimal nach oben abgeprallt. Das erste Mal, das zweite Mal und hier sogar das dritte Mal relativ zügig, bevor es dann schlussendlich erneut abwärts gegen dieser Bereich dann nicht mehr halten konnte und der Markt doch verhältnismäßig stark auf der Unterseite wegbrach. Hier unten habe ich persönlich dann nicht gehandelt, weil einfach schlussendlich in der Vergangenheit dieser Schiebezonenbereich, der, wo der Markt dann hier wieder reinlief, er hat ihn diesmal zwar sauber durchstoßen, aber der Gedanke meinerseits war, dass hier dieser Bereich vielleicht wieder zu so einer Seitwärtstendenz gehen könnte, dass hier dann eben schlussendlich wieder so eine Shoppy-Bewegung aufkommt, und somit habe ich es dann hier erstmal mit der Aufwärts- wie mit der Abwärtsseite sein lassen, habe hier eben keinen Handel stattfinden lassen. Der Markt ist schlussendlich weiter nach unten gegangen. Der übergeordnete Gedanke, den ich in den letzten Wochen immer wieder geäußert habe, der ist auch für die kommende Woche nach wie vor aktiv. Wir haben hier wieder einen wichtigen Bereich, der bald kommt, rot markiert. Das ist der Bereich in etwa 15,30. Den haben wir auch extrem oft angelaufen, haben ihn als Unterstützung genutzt. Dann ist der Markt nach unten weg, kam allerdings wieder, hat hier nochmal kurz gebremst und ging ja dann schlussendlich wieder nach oben weg. Dann kam wieder der Test des Bereiches von oben, wieder der Test des Bereiches, wieder der Test des Bereiches. Also dieser 15,30er Bereich ist extrem interessant. Und sollte sich diese Schwäche der Vorwoche, das ist ja ähnlich, wie es schon mal in der Vergangenheit hier stattgefunden hat. Wir hatten Schwäche, wir hatten nochmal eine leichte Erholung und da kam die nächste Welle der Schwäche hier nach unten. Und das wäre für mich interessant für die kommende Handelswoche, wenn der Markt zum einen, ich habe hier mal das Fibonacci Retracement reingezeichnet, um jetzt hier mal vielleicht den einen oder anderen Punkt auszumachen, wo man vielleicht an Verkäufe denken könnte, beziehungsweise was jetzt hier aufgrund der recht starken Abwärtsbewegung eventuell richtungsentscheidend sein könnte. Denn es ist natürlich immer schwierig, wenn man so eine starke Bewegung hat, ja, wo ist denn jetzt hier der Punkt, wo man sagt, okay, bis dahin könnte der Markt laufen und dann sollte er aber auch spätestens wieder drehen.
Ich nehme mir dann bei solch starken Bewegungen auch gerne mal das Fibonacci Retracement. Man sieht, dass das 23,6er Level hier fast exakt mit dem 1630er Widerstands- bzw. Unterstützungsbereich einhergeht. Und ihr kennt es von mir, dass das 38,2er Retracement Level in solchen Situationen auch nicht so eine unerhebliche oder so eine unwesentliche, wichtige Rolle spielt. Denn es kann hier durchaus sein, dass wir natürlich nochmal, und das wäre auch ein, ja, schon interessantes Setup, wenn der Markt hier nochmal so ein bisschen Stärke zeigt. Zum einen nochmal in den 1630er Bereich, das wäre eigentlich interessant, hier dann vielleicht nochmal zu verkaufen. Aber viel interessanter wäre es eigentlich, wenn der Markt die Stärke findet in das 38,2er Retracement Level, was in etwa der Bereich 60, 16, 60 in etwa so Pi mal Daumen wäre, ja, vielleicht sogar noch ein Stück weit höher. Und dann hier schon wieder anfängt, Schwäche zu zeigen. Und wenn er dann unter die 16,30 kommt, dann daran zu denken, hier vielleicht zu verkaufen und somit dann schon mal die Reise Richtung 15,30 zu antizipieren. Sollte das relativ zügig gehen, ist es eigentlich interessant, wenn er hier nochmal erholt sich und dann eben ebenfalls der Gedanke zustande kommt, hier unterhalb von 16,30 die Abwärtsseite dann nochmal aufzunehmen. Also wenn er relativ zügig, Moment, jetzt sind es zu viele Pfeile, wir nehmen das nochmal raus, jetzt kommen die Ideen nochmal. Also wenn er jetzt relativ zügig sich nochmal nach unten in Richtung 15,30 bewegt, sollte er eigentlich hier Unterstützung finden. Ja, wenn er direkt durchkachelt, okay, dann haben wir auf jeden Fall nochmal das Setup, wenn er hier durchgeht. Wenn er sich dann an 15,30 erholt, dann hätten wir hier auf jeden Fall einen Punkt, wo man über Short-Gedanken nachdenken könnte. Geht es allerdings, wie gesagt, vorher hier erstmal in eine Erholungstendenz, die kann bis zum 38,2er Retracement-Level gehen, die kann auch, muss nicht ganz so weit gehen und dann kommt hier die Drehung quasi wieder nach unten, dann wird es unterhalb von 16,30 auch interessant, hier die Abwärtsseite einzugehen, also dann ja auf höherem Niveau, beziehungsweise hier unten ja dann auf tieferem Niveau mit dem ersten Setup, was ich eben gerade eingezeichnet habe, um dann hier eben unterhalb von 15,30 dann auf die Abwärtsseite nochmal etwas verstärkter zu setzen. Mit dem ersten Ziel 14,30 in etwa, beziehungsweise ist es auch durchaus denkbar, wir haben ja hier auch gesehen, dass das relativ zügig gehen kann, dass der Markt sich eventuell in den 13,30er Bereich zurück bewegen könnte. Also hier unten ist erstmal nach wie vor, allerdings mit ein bisschen Vorsicht, denn wir hatten hier in der Vergangenheit des Öfteren eben seitwärts Schiebezonen, nicht nur in diesem Bereich hier oben, sondern auch hier unten war es teilweise etwas choppy. Also ich würde jetzt hier nicht zwingend am Tag 10 Trades durchjagen und dann sich irgendwann wundern, dass es nicht funktioniert. Immer mal wieder so einen kleinen Nagelstich. Wenn es gut läuft, dann hat man hier das Potenzial auf gute Gewinne. Wenn es nicht so gut läuft, reduziert man auf jeden Fall sein Risiko, weil man einfach schlussendlich gar nicht so viele Versuche ablässt. Es wird auch die Zeit kommen, wo ich wieder sage, man kann ein bisschen mehr handeln, weil der Markt sauber im Trend ist. Aber wenn man sich einfach denn die letzte Phase hier anguckt des Euro-US-Dollars, dann sind wir grundlegend immer noch in einer Seitwärtsschiebezone. Und Seitwärtsschiebezonen bedeuten schnelle Richtungswechsel, unangenehme Richtungswechsel. Und man hat teilweise eben schlecht die Möglichkeit, wenn man trendfolgend unterwegs ist, wirklich interessante Gewinne einzufahren. Somit von meiner Seite nach wie vor eher etwas konservative Herangehensweisen im Euro-US-Dollar. Sollte es erneut über den Bereich in etwa 16,80, 16,90 gehen, ja, dann ist hier auf jeden Fall die Abwärtsseite erstmal raus. Ja, wenn es dann hier wieder drüber geht, dann ist erstmal die Abwärtsseite raus. Dann werden Long-Ideen wieder möglich. Und aber eigentlich wird es dann so richtig interessant, wenn wir den 17,30er Bereich erneut nach oben verlassen, dann ist es durchaus denkbar. Natürlich 18,20, weil diese Hochs haben wir hier schon mehrfach angelaufen, aber ich denke, dann ist es auch hier reif, dass der Markt weiter nach oben geht. Also hier oben wären dann Käufe wieder denkbar, hier unten dann eben Verkäufe und alles, was sich hier in dieser Schiebezone zwischen in etwa 1,1660 und in etwa 1,1730 auffällt, das ist so Niemandsland, weil hier können sich wieder so eine Seitwärtsschiebezone einstellen. Hier bin ich nicht so interessiert an einem Handel, hier unten an Verkäufen und hier oben an Käufen. Blicken wir auf das Gold und Gold ist ja auch wieder nach unten gekommen, leider auch hier ohne mich, denn die Bewegung ging extrem schnell. Ich habe es noch zweimal versucht hier in dieser Momentum-Bewegung. Das ist ja hier ein 4-Stunden-Chart und ihr seht, dass diese Bewegung innerhalb von 4 Stunden stattgefunden hat. Schlussendlich dann auch der Start dieser Bewegung. Ihr kennt ja meinen Gedanken, den ich auch in der letzten Trading-Wochenanalyse hier kundgetan hatte. Das ist schon durchaus interessant, wäre hier in dem Unterstützungsbereich in etwa 94, gut 94 zu verkaufen.
Ich hatte den Gedanken hier auch noch. Dann startete diese Abwärtsbewegung und das ging dann so schnell. Und ihr kennt das von mir. Ich springe ja dann nicht auf diese Bewegung blind drauf, sondern ich warte dann, wenn so eine Bewegung gestartet ist, auf kleinere Rücksetzer. Und ich hatte hier mehrfach wirklich schon aggressiv ein Limit reingelegt, dass der Markt wenigstens nochmal so ein Ticken nach oben geht. Er hat mich allerdings schlussendlich nicht mehr mitgenommen und dann musste ich natürlich hier unten erstmal aufgeben. Dann kam zum Freitag nochmal die Bewegung an den wichtigen Bereich, hier wo dann schlussendlich auch der Schlusskurs war, was so das Kernwiderstandsniveau ist, beziehungsweise dann auch der 94er Bereich, der hier interessant ist für Verkäufer. Allerdings, wenn das dann Freitagnachmittag/Freitagabend stattfindet, dann springe ich hier natürlich nicht mehr drauf, weil auch im Euro, wie im Euro, US-Dollar, im Gold, hier durch diese Shopee-Bewegung, ich wenn dann sowieso nur Swing-Trades mache, die über ein paar Tage sich entwickeln können. Und somit ist jetzt hier für die kommende Woche, am Freitag sind wir in einen Bereich gelaufen, der für einen Verkauf interessant gewesen wäre und ist natürlich, wenn wir dort in diesem Bereich auch eröffnen, natürlich ein Bereich, der nach wie vor für Verkäufe interessant ist. Und denn wir sind jetzt unterhalb von in etwa 94 und das sollte jetzt für die kommende Handelswoche auch der interessante Bereich bleiben. Das ist hier so der Bereich und da sind wir in der Nähe. Wenn wir hier drunter eröffnen, denke ich, kann ich mir es ganz gut vorstellen, hier relativ zügig mal auf die Abwärtsseite zu setzen. In diesem Bereich, das kann ruhig von mir aus 91, 91,5 oder irgendwie von mir aus auch noch 90,5 sein. Dass man hier auf die Abwärtsseite setzt, das ist dann auch relativ zügig, wie es auch in der vergangenen Woche stattgefunden hat, hier wieder in die Unterstützung 1,1181 geht, beziehungsweise dass es dann auch diese Tiefs nach unten durchschreitet und hier gegebenenfalls die Abwärtsseite weiter ihr Potenzial entwickelt. Wir haben hier immerhin den Tiefbereich dann in etwa im Bereich 1160 gehabt und das kann sich durchaus wieder einstellen. Laufen wir jedoch wieder über 94. Dann zeichne ich das hier nochmal ein, dann wird von meiner Seite erstmal kein Handel mehr oder kein Handel erstmal stattfinden. Denn wir haben hier mehr oder weniger mittlerweile seit Monaten eigentlich den Kernhandel in dem Bereich zwischen 94 und in etwa 12.05, 12.06 statt, oder da ist der Kernhandel, hat hier stattgefunden. Die meisten Bewegungen, die hier in irgendeiner Art und Weise wirklich stattgefunden haben, waren in diesem Bereich. Und das ist eine Schiebezone, das ist ein Bereich ähnlich wie im Euro-US-Dollar, der sehr, sehr shoppy ist, wo schnelle Richtungswechsel stattfinden, wo kein Trend zu erkennen ist. Und man sich hier, wenn man nicht irgendwie auf Seitwärtsstrategien wechselt, die teilweise mit Gewinnmitnahmen arbeiten, mit kleineren Zielen arbeiten, teilweise mit kleineren Stops arbeiten und so weiter, wenn man das nicht wechselt, was eigentlich auch gar nicht meine Intention ist, dann ist es in dem Bereich einfach sehr, sehr schwierig, Geld zu verdienen. Und dann braucht man auch in so einem Bereich nicht handeln. Und wenn der Markt dann wieder hier reinläuft, dann kann das weiter so shoppy hin und her gehen. Also ist dieser Bereich nach wie vor dann uninteressant. Der Bruch nach unten wird jetzt interessant für die Abwärtsseite, eventuell wieder Trend. Ja, Kerntrend kommt von oben, den haben wir hier übergeordnet von der Oberseite laufen. Somit ist jetzt hier die Abwärtsseite durchaus interessant. Sollten wir dann erneut rüberlaufen, aber das auch ein wenig vorsichtiger, als ich es hier unten auf der Abwärtsseite versuchen würde, geht der Markt erneut über 12.05, 12.06, läuft hier drüber. Wir haben es ja dann schon hier schlussendlich dreimal versucht. Ja, dann kann es schon sein, dass wir hier die Tendenzen in Richtung 12.16 sehen. Aber auch hier, schaut mal, wir hatten, bevor sich diese Seitwärtstendenz hier unten stattfand, hatten wir hier oben auch schon mal eine Seitwärtsschiebezone. Die hat zwar zeitlich nicht so lange gedauert, wie schlussendlich über Monate diese hier eingezeichnete Schiebezone. Aber dieser Bereich, und das sieht man ja oder sah man ja auch in der Vergangenheit, dieser Bereich stellt nach wie vor Widerstand dar. Das hat der Markt dreimal bewiesen und das ist jetzt auch beim vierten Mal nicht unmöglich, dass wir hier wieder reindippen. Und dann der Markt wieder nach unten geht. Reindippen und wieder nach unten. Sprich, man kann natürlich mal so einen Break nach oben antizipieren, was da bedeutet. Man muss dann aber auch in dem Bereich in etwa 12.06 irgendwie, 12.07 maximal hier irgendwie reinkommen. Ja, dass man einfach darauf setzt, dass vielleicht jetzt nun endlich mal der Bruch nach oben stattfindet. Dann schafft man es, vielleicht einen kleinen Profit zu machen, wenn es nicht aufgeht, oder wenigstens Break-Even rauszukommen, wenn es nicht aufgeht. Hier oben irgendwo dazwischen einzusteigen, macht meiner Meinung nach erstmal keinen Sinn. Dann sollte der Markt erstmal sich in Richtung 12.16 vorarbeiten, diesen idealerweise auch nach oben durchschreiten, um dann hier oben, und das könnte vielleicht auch erst übernächste Handelswoche, übernächste Woche Handelswoche stattfinden, wenn der Markt sich für die Aufwärtsseite entscheidet, dann kann das übergeordnet zu einer eventuellen kompletten Trendwende führen. Gehen wir auf den Tageschart. Dass sich diese generelle Abwärtsbewegung und solch Wechsel
Moment, das sollte jetzt ein Pfeil werden. Solche Wechsel dauern manchmal ein bisschen. Also, wir haben hier eine klare Abwärtstendenz, auf die wir jetzt auch erstmal wieder setzen. Also einfach klassisch Trendfolge. Dann haben wir hier diese Schiebezone. Ich mache sie mal ganz groß. Moment, Viereck. So, also diese Schiebezone, ja, die wirklich unangenehm ist, zugegebenermaßen, da will ich gar nicht so großartig aktiv drin sein. Und wenn sich jetzt dieser Bereich, wir sind jetzt im Tageschart, hier nach oben auflösen sollte, ja, und vielleicht diese lange Abwärtsbewegung mal so ein bisschen wieder zurück erobert wird sozusagen, dann hat sich hier über Monate ja dieser Trendwechsel eventuell ausgebildet, indem wir etwas vorsichtiger agieren, hier unten trendfolgend, hier vorsichtig, und dann wird es irgendwann auch wieder interessanter, vielleicht auf die Aufwärtsseite zu setzen. Aktuell ist meiner Meinung nach das noch nicht so interessant, weil die Vergangenheit zeigt einfach auch, dass man da noch nicht so wirklich Geld rausholen konnte. Und somit bin ich hier weiterhin vorsichtig, und es kann sein, wenn wir vielleicht kommende Woche Stärke sehen, wenn wir vielleicht dann auch 16 durchschreiten, dass wir nächste Woche dann vielleicht auch ein etwas klareres Long-Setup formulieren können. Aktuell, meiner Meinung nach, ist das noch nicht so schön. Und wenn es gut läuft, dann setzt der Markt trendfolgend die Abwärtsseite um und wir können hier Geld verdienen. Sollte das eben vom Trade-Feedback nicht so positiv sein, dann nehme ich auch sehr, sehr schnell hier wieder Power raus, trade nicht mehr so viel, trade vielleicht gar nicht mehr und warte hier im Gold einfach weiter ab. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche euch für die kommende Handelswoche auf jeden Fall Good Trades und Mega Trading. Wir hören uns bei den täglichen Analysen hier DAX Long oder Short früh um 8.50 Uhr, US Opening Bell um 15.45 Uhr live im Livestream zu den Märkten, wo ich dann auch teilweise live trade, wo ich Trade Setups mit euch zusammen entwickle, wo ihr die Möglichkeit habt, im Chat Fragen zu stellen etc. pp. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Livestreams und wenn ihr euch natürlich diese Trading-Wochenanalyse hier anschaut und entsprechend daraus dann auch gute Setups produzieren können. In diesem Sinne, ich wünsche euch Good Trades und Mega Trading. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.